Mein Name ist Leonie, das ist mein allererstes Video hier und ich wollte mich ein bisschen vorstellen und ja, also wenn ihr das seht, dann macht doch gerne einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare erstes Video und wenn ihr nicht schreiben könnt, dann macht doch gleich eine 1 in die Kommentare. Let's go! Also, wie gesagt, heiße ich Leonie Steinfeld und ja, wohne in Landkreis Lüneburg, also in der Nähe von Landkreis Lüneburg. Da bin ich jedenfalls geboren. Ich bin jetzt 10 Jahre alt, habe eine Babykatze, also was für eine Babykatze, also es geht eigentlich, die ist so mittel, die ist fast 4 Monate. Die ist hier auch bei mir. Oh, die ist hier. Das ist die Mia. Die darf auch auf meinen Tisch. Und das ist mein Pinsel. Und sie steht gerade in der Schminke. Also das ist auf jeden Fall meine kleine Mia. Und ja, sie ist jetzt ungefähr 4 Monate alt und wir haben sie ganz von einem Kumpel meines Vaters, also Stiefvaters, bekommen. Ich habe einen Stiefvater, mein echter Vater ist leider schon tot. Meine Mutter, die lebt aber noch. Und wie wir die kleine Mia bekommen haben, habe ich geweint. Das ist so süß. Und ich habe sie auch ultra lieb. Sie ist lieb. Also wie ihr seht, habe ich auch ein eigenes Zimmer hinter mir. Und Geschwister habe ich eigentlich nicht. Also so ein Stiefbruder, der heißt Kai. Und ist schon 20 Jahre alt. Am 18.09. wird er 21 Jahre alt. Ich werde am 2.09. 2000 werde ich 11 Jahre alt. Also wenn ich 10 bin, werde ich auch 11. Ja, ich komme jetzt in ein paar Monaten in die 5. mit meiner besten Freundin. Mit der habe ich auch gerade gespielt. Und wir hoffen, wir kommen in einer Klasse. Und ja, die Katze habe ich alle von meiner Katze. Die ist jetzt auch schon wieder weg. Ich bin eher so ein, sag ich mal so, mittelmäßiger, unordentlicher und aufgeräumter Mensch. Aber meistens bin ich unordentlich. Das gebe ich mal zu. Ich zeichne gerne. Ich habe hier eine Zeichenwand und das seht ihr aber alles in dem 3. Video. Da mache ich nämlich eine kleine Rundtour um mein Zimmer und ihr seht ja bestimmt schon jetzt ein bisschen was. Ja, ich... Ich habe einen TikTok-Kanal, der heißt USA 246225233. Ja. Und ja, da bin ich auch sehr glücklich. Ich habe 50 Followers. Ja, ich mal auch gerne, dass ihr so was für, also auch umzeichnen. Bin ja jetzt auch schon in der Pubertät. Ist ja klar, wenn man in die 5. kommt, ab da ist ja schon Pubertät dran, aber auch 4. Und lese auch gerne, aber chill auch gerne. Also ich habe einen Fernseher hier in meinem Zimmer, Handy und Laptop.
Ich spiele abends meistens gerne mit Mama und Papa. Ja. Also, meine Hobbys sind eigentlich gerne Inliner fahren, Fahrrad fahren, chillen mit Freunden und gern Spiele spielen. Allerdings ist da was. Und zwar Schule. Gerade ist ja die Corona-Zeit und da muss man ja auch zu Hause sitzen und sich halt langweilen. Nein, Leute, wenn ihr zur Schule geht, macht einfach eure Aufgaben, die ihr eigentlich gar nicht machen solltet. Weil wenn ihr denn wieder zur Schule geht, dann könnt ihr einfach sagen, mir war langweilig. Ich habe Aufgaben gemacht. Ist es okay? Weil das habe ich auch gemacht und ich habe dafür fast eine. Also ich habe das auch gemacht. Und ja. Also ich habe auch noch mehr Tipps. Also Spiel spielen. Wie gesagt, wenn ihr keine habt, dann macht doch selber Spiele. Weil man braucht ja halt einen weißen Zettel. Und dann kannst du was raufmalen oder schreiben. Und dann ist es Memory. Das ist auch ein Spiel. Oder ihr liest Bücher. Weil dann geht auch die Zeit schnell rum. Ja, gerade wegen der Corona-Zeit und das mit Abstand und Maskenpflicht ist halt auch sehr blöd, aber muss halt sein, weil wir wollen ja alle gern gesund bleiben oder kein Corona bekommen. Ist ja gesund bleiben. Ja. Also, ihr seht, mein Bett ist unordentlich. Das tut mir auch leid. Und dass ich so kaputt und rot bin, tut mir auch ganz leid. Ich komme gerade erst nach Hause, weil ja bei meiner Freundin habe ich ja schon gesagt. Und ja, wir haben auch viel getobt. Heute gehe ich ja noch unter die Dusche. Und ja, wie gesagt, im dritten Video gibt es dann eine Roomtour. Das erfährt ihr dann alles in dem zweiten Video, also morgen oder übermorgen. Und ja, was soll ich Großartiges sagen? Meine Mutter heißt Anna und mein Stiefvater, sag ich mal so, heißt Alfred. Aber zu meinem Stiefvater sage ich eigentlich immer Papa, weil guck mal, wenn es jetzt mein Stiefvater ist, dann will ich ja auch nicht immer sagen Alfred, Alfred, sondern ich sage schon Papa, ja. Aber na klar vermisse ich auch meinen Vater, der oben ist im Himmel. Ist ja klar, jeder vermisst hier, außer Vater. Väter, die halt so böse waren oder so, aber ich vermisse meinen Vater schon. Ich habe ja auch ein Bild von denen. Warte mal, ich hole das mal eben. Also, das ist mein Vater. Ich weiß zwar nicht, warum er gestorben ist oder wovon, aber er war schon etwas mit 70 oder 60. ja. Ich mag halt gerne so Sachen, die so eng sind, so wie meine Leggings, die schön eng, oder halt so Jeans, die eng sind. Ich mag gerne so geflochtene Haare, aber das geht ja jetzt gerade gar nicht. Also so Zöpfe, aber das geht ja jetzt gar nicht. Außer ein Pferdeschwanz, das kriege ich noch hin. Ja, dann mag ich die Natur noch ganz sehr, weil die Natur, die ist einfach so, weil wenn ich jetzt draußen bin, dann riecht man das ja auch. Das riecht dann immer so gut. Wenn man im Wald ist, dann riecht man die Natur von den Blättern, von der
von den Bäumen und das finde ich so schön. Also die Natur ist auch schon meins, weil ich bin im Sommer jeden Tag draußen. Meine Mutter zieht mich morgens um, keine Ahnung, 9 Uhr bis abends um 18 Uhr nicht mehr wieder. Ja. Weil die Natur, die ist einfach mein Ding. Ich liebe Natur. Und ja, was soll man anderes sagen? Ich liebe natürlich die Natur übrigens, also sehr. Und ja, dann gehen wir mal zum anderen Thema. Und zwar mal ein, sag ich mal so, komisches Thema, aber ein Thema, was man, glaube ich, erzählen kann. Über Mobbing. Also, wenn ihr Mobber seid, dann hört bitte auf, weil Mobben ist halt nicht schön, gerade wenn man selbst das Opfer ist oder wenn man halt der Täter ist, weil wenn man das schon macht, dann fühlt sich der Opfer richtig blöd, weil ich wurde selbst auch schon mal gemobbt. Von den Namen sag, also den Namen sage ich jetzt nicht, aber das war sehr blöd. Und jetzt habe ich einen Tipp für euch dafür. Und zwar, wenn ihr gemobbt werdet, dann sagt es jemandem. Weil guck, wenn ihr jemandem sowas sagt, dann seid ihr mit denen in einem Team. Und dann hilft dir auch jemand. Und wenn dir also die Hilfe bekommt wird und du hast jemanden an deiner Seite, dann hören die auch auf. Das hat mir geholfen. Und wenn ihr das macht, dann macht das bitte auch. Und wenn ihr ein Täter seid von Mobbing, hört bitte auf. Also, ich habe keinen Garten, aber dafür einen Hof. Ja. Also, ich sag mal so. Ich spiele so gerne eigentlich mal so Schule oder Schwestern oder keine Ahnung. Also Spiele sind auf jeden Fall auch schon meine. Und wenn ich dann mal mit meiner Katze spielen kann, dann freue ich mich halt auch. Und dann muss ich nicht immer hier so im Zimmer alleine sitzen und an Handy sein oder Fernsehen gucken, weil das ist nicht so mein Ding. Ich möchte jedes Mal was machen, wenn ich schon hier bin und nichts machen kann, dann möchte ich aber immer wieder was machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Bett chille, für mindestens 3, 4 Minuten, sage ich dann auch wieder, können wir wenigstens etwas machen oder so, weil ich möchte Action reinbringen, etwas machen, keine Ahnung. Also mir ist das schon wichtig, etwas zu machen. Ja, das, was sie vielleicht hinter mir hört, ist meine Mutter und mein Vater. Ja. Oh, die Mia ist wieder hier. Und ja. Leonie? Ja? Bringst du mal deine Jacken bitte aus dem Wohnzimmer? Also, das war gerade mein Vater. Ich war ja weg und deswegen habe ich meine Jacken in der liegen gelassen und deswegen. So, dann geht's auch gleich weiter und zwar mag ich gerne Sport. Also wenn ich so auf jeden Fall ja habe ich nichts mehr zu sagen und
Ja, wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Channel, der schon neu ist und ja, kostet auch nichts. Tschüss!